Hey, euer Dork ist wieder am Start mit einer neuen Folge und es geht heute um Fortnite bzw. um das neue Bundle, der Controller und der Royal Bomber. Und es stimmt, es ist kein Gerücht, es ist echt. Ich habe euch ja über den Royal Bomber schon mal berichtet in einem großen Bundle, wo die PlayStation 4 mit dabei war. Bedeutet, es gab da Patienten, die haben um die 400 Euro ausgegeben, um einen seltenen Skin zu bekommen. Letztens habe ich euch auch berichtet von Nintendo Switch, also von der Xbox One, die Skins. Und auch diese waren kein Fake, die sind original, die kann man kaufen, die kann man erwerben. Ich verlinke euch nochmal beide Videos und zusätzlich natürlich in die Beschreibung, wie ihr dann zu den Skins auch nochmal gelangen könnt. Ja, und auch das ist kein Fake, auch das ist echt. Der Royal Bomber in Mini-Format für um die 60 Euro. Wo halt ein Controller mit dabei ist. Oder sagen wir es mal so, für einen ganz normalen Controllerpreis, der Royal Bomber mit dabei. Und da ist es verständlich, dass der ein oder andere sich die Frage stellt, ja, sind denn eigentlich die Skins wirklich so selten, wie man annimmt oder nicht? Und das klären wir heute. Das ist hier offiziell, ich verlinke euch das Ganze, für die, die unbedingt den Royal Bomber haben möchten, können diesen jetzt wirklich kaufen. Ihr müsst jetzt nicht mehr so viel Geld ausgeben, wie es noch vor knapp 2 Monaten war, sondern ihr kriegt jetzt für eure PlayStation 4 einen Controller, natürlich mit dem Ingame-Inhalt für Fortnite. In diesem Bundle ist 1:1 das gleiche drin, wie wir auch bei dem großen Bundle hatten mit der Konsole. Also wir haben jetzt keine extra Spitzhacke oder einen Gleiter, sondern wirklich nur den Royal Bomber Skin bzw. das Outfit. Dieses Skin ist nur für den Battle Royale Modus überhaupt verfügbar, also ihr könnt das Ganze nicht in der Kampagne spielen und natürlich 500 D-Bucks. Das ist auch hier mit dabei. So schaut der Karton aus. Auf beiden Seiten der Royal Bomber. Hinten steht dann nochmal das gleiche bezüglich nochmal Infos zum Game, was man dafür braucht. Ein Spieler, Network, Spieler von 2 bis 100 können mit in einer Party spielen. Das ist ein 10 GB Minimum, der DualShock und HD Video Output. Also allgemeine Informationen. Gebrauchsanleitung und der Royal Bomber Skin. Also ganz normal der Code, den man einfach dann einlösen kann im Game bzw. im Store und dann wird der Skin runtergeladen. Zusätzlich haben wir hier einen Standard Controller. Das ist kein besonderes Design, das ist der V2 Controller mit der LED-Leiste. Der ist jetzt komplett entleert. Wir haben hier die Thumbsticks, wir haben hier das Steuerkreuz, das ist dieses Grau, war ja ab der Version V2 dann sehr markant. Ansonsten ist es ein ganz normaler Standard-Controller, also kein besonderes Design, nichts weiteres. Und da stellt sich vielen Patienten die Frage, ja, was ist eigentlich mit diesem Seltenheitswert überhaupt bei den Fortnite-Skins? Weil es haben da draußen wirklich Patienten, was ich nicht empfohlen habe, aber es haben halt einfach welche gemacht, die haben sich die Konsole gekauft, nur wegen dem Skin. Die haben 400 Euro hingeblättert, um halt einfach den Skin zu bekommen. Es haben auch Patienten online gekauft. Das heißt, für 300 Euro haben die wirklich anderen Menschen diesen Skin abgekauft. Wo für viele das jetzt einfach voll der Schlag in die Fresse ist, wo ich auch auf der einen Seite nachvollziehen kann. Und viele haben auf euren Dog nicht gehört. Ich habe euch in der Hauptfolge bezüglich der Seltenheit meine Meinung wiedergegeben und auch auf einige Kommentare geantwortet. Da gab es nämlich sehr, sehr viele Kommentare, die sagten, ey Doc, du hast keine Ahnung, der Royal Bomber Skin hat einen Wert von 300 Euro. Und ich habe euch gesagt, ich habe es auch erklärt, Angebot und Nachfrage und. Und ich habe euch gewarnt. Ich finde es einerseits auch jetzt eine richtige Entscheidung von Sony, von Epic Games, das Bundle in Form des Controllers herauszubringen, für die Gamer letztendlich da draußen, die den Royal Bomber unbedingt haben möchten, aber keine 400 Euro ausgeben möchten. Also auf der einen Seite, die wirklich jetzt geduldig waren und die den unbedingt haben möchten, richtig nice. Viele Zuschauer haben mir auch geschrieben, es gibt gewisse Plattformen, wo man auch recht günstig den bekommen kann.
da kann ich nichts dazu sagen. Das waren halt, wie gesagt, Infos von Patienten. Aber für die, die ihn jetzt wirklich offiziell holen möchten, können das jetzt tun, indem sie sich dieses Controller-Bundle für knapp 60, 63 Euro holen und dann diesen besitzen. Und bitte, passt in Zukunft auf. Skins für 300 Euro oder sonst irgendwie würde ich nicht kaufen. Ich habe das euch erklärt, wir haben hier eine Hardware. Wenn es irgendwie ein Losverfahren ist, das ist für mich selten, Losverfahren, es gibt eine begrenzte Zahl, 30 Stück und nie wieder eine Auflage, das ist völlig in Ordnung, ja. Aber wir hatten hier eine Beilage bei der Hardware, bedeutet eine Hardware, die es ja fast überall zu kaufen gab, bei jedem Händler, überall online, war schon eine riesengroße Stückzahl, ja, die man kaufen konnte, die man erwerben konnte. Allein da war schon die Seltenheit nicht mehr so groß, als wenn man das Ganze nur online über gewisse Möglichkeiten bekommen kann. Es ist selten, aber nicht so, wie viele dachten, 300 Euro. Zusätzlich aber gibt es jetzt den Controller, den man fast überall kaufen kann, für nur 60 Euro. Von daher, für die Zukunft passt immer ein bisschen auf, grundsätzlich mit Skins und Seltenheitswerten. Nicht nur, weil irgendeiner den Skin für 300 Euro anbietet oder irgendjemand sagt, hey, das Skin kostet 300 Euro, dann hat er auch nicht diesen Wert. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Verkehrswert, zwischen der Nachfrage und natürlich zwischen der Abnahme. Und das sind so ein paar Tipps, die ich auf jeden Fall euch an die Hand geben kann für die Zukunft. Schreibt mir eure Meinung. Wie findet ihr das Ganze, dass jetzt Epic Games und Sony letztendlich das Ganze in einer Art Kleinformat nochmal vertreibt? Geldgier? Oder wollen die für die Fans was tun, für die Gamer was tun? Wie fühlen sich die Menschen, die bereits den Royal Bomber unter sich gekauft haben? Bin auf eure Meinung gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.